Und wieder hebt sich der Vorhang für die Bühne in Sakir, während sich die Schauspieler auf den ersten Akt vorbereiten. Werden sie uns so wie damals 2014 fesseln, als sich Nico Rosberg und Lewis Hamilton eine gigantische Schlacht lieferten? Wir werden es in Kürze erfahren, hier in Bahrain. Heute wird auf dem 5,4 Kilometer langen und wunderschönen Bahrain International Circuit mit seinen 15 Kurven gefahren. Achten Sie auf die oftmals blockierenden linken Vorderräder der Wagen auf dem Weg hinunter in die heikle Bremszone vor Kurve 10. Bahrain hat uns in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass eine gute Strategie alleine nicht ausreicht. Du brauchst außerdem eine gute Rennleistung und natürlich Konstanz. Und etwas Glück, würde ich sagen. Das ist eine dieser Strecken, auf der die Safety-Car-Phase immer im richtigen Moment zu beginnen scheint, sodass sich das Feld zusammenschiebt und die Strategie über die Platzierung der Autos entscheidet. Die Bremsen werden enorm beansprucht. Du brauchst relativ viel Benzin und die beste Überholmöglichkeit bietet sich in Kurve 1, wo du deinen Gegner ausbremst und dich auf ein Hickhack einlassen kannst. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Bottas, Verstappen, Charles Leclerc und Gasly, Perez, der Wissenschaftler, Ricciardo und Devin Butler, Weber, Hülkenberg, Romain Grosjean und Raikkonen, Albon, Russell, Robert Kubica und Dani Kvyat. Giovinazzi und Lando Norris startet aus der hintersten Reihe. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Ja, wir kommen zu Formel 1 2019. Lass uns die Strecke bis Kurve 1 im Kopf durchgehen. Wenn wir es ruhig angehen, fahren wir aus einer guten Position heraus. Wir müssen es nicht gleich am Anfang des Rennens übertreiben. Nee, müssen wir wirklich nicht. Wir werden aber ein bisschen mehr Sprit mitnehmen, gehen in Runde 5 und Runde 17 rein. Aber ja. Erstmal, das zweite Rennen steht nun an in Bahrain. Ein Nachtrennen. Wir stehen direkt neben Sergio Perez, eigentlich dahinter, haben aber die Innenbahn. Vielleicht kann ich das nutzen, weil eigentlich müsste ich dieses Rennen vor ihm beenden. Damit wir in der Rivalität noch gute Chancen haben. Jetzt kommt es aber auf den Start an. Den ich ganz gut erwisch. Kommt sogar an Gasly ran. Oh Gott, das wird eng. Aber ich hatte keine Chance. Weiß nicht, wo ich sonst hätte hingehen sollen. Ja, okay, der war jetzt ein bisschen hart. Aber das nenne ich erfolgreichen Start, würde ich sagen. Und so schnell kann man dann auch wieder verlieren. Beschleunigen wir mal off-track. Oh Gott. Oh je, oh Gott. Oh je, oh Gott. Das wird nichts. Das brauche ich auch nicht verteidigen, aber... Nee, das wäre zu gut gewesen. Scheiße, dadurch jetzt Verstappen auch noch vorbei. Das war ein starker Start gemacht. Aber ich habe definitiv mehr Power auf der Geraden. Ja, dafür halt tatsächlich die besseren Bremsen. Aber jetzt sollte ich eigentlich vorbei sein. Ja. Der Kampf ist zu Ende gekämpft. Jetzt kämpft Perez mit Verstappen. Gut, soll er machen. Kostet ihr euch da hinten mal gegenseitig Zeit? Währenddessen hänge ich mich an Leclerc ran. Boah, der Wagen ist halt schwer. Also ich muss meine Bremspunkte definitiv anders wählen. Doch ein bisschen früher bremsen. Oh
Und dann kann ich gegen Ende des Rennens halt wieder ein bisschen besser was machen. Jetzt ist erstmal der Plan, ein bisschen vielleicht vor Verstappen wegkommen. Das wäre der Wahnsinn, wenn das funktionieren würde. Glaube ich noch nicht so hundertprozentig dran. Weil es ja immer noch ein fucking Red Bull ist. Aber schön wär's. Er ist auf 13. ran. Im zweiten Sektor habe ich halt gar keine Chance. Und hier kriegt er Windschatten und gleich nächste Runde noch DRS. Ein bisschen zu früh in den dritten gegangen, dadurch der Arsch leicht rumgegangen. Nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Ich versuch's gerne außen. Das klappt aber nicht. Nicht mit mir. Und jetzt hab ich DRS. Jetzt muss er sich gegen Perez und Gasly verteidigen. Ey, Moment. Das war jetzt aber nicht der Plan. Das stand so nicht im Vertrag. Bin ich gespannt, der will mich. Ja. Der will mich aus dem Weg schaffen, weil er jetzt denkt, dass Perez schneller ist. Was er jetzt vielleicht auch sein kann. Aber das ist halt eine Team Order. Boah, das war jetzt super kacke. Scheiße. Na. Mist, das war blöd. Dadurch, dass Perez jetzt auch so kämpft, wird er seine Reifen doch ein bisschen kaputt machen. Das heißt, an eine Ein-Stop-Strategie von ihm glaube ich nicht. Jawohl. Das hat mir nicht verteidigt. Ja, die Red Bulls haben aber trotzdem jetzt eine schwere Zeit, weil in den Kurven hier zu überholen, ist nicht unbedingt der leichteste Job auf der Welt. Und dadurch, dass Perez von mir auch DRS hat, kommen die an der Geraden halt auch nicht ran. Ich denke mal, mit einem Undercut könnten die vermutlich auch vorbeigehen. Es hat immer noch ein relativ großer Pack hier hinten. Oh Gott. Ja. Tut mir leid, das spule ich jetzt kurz zurück. Da konnte ich halt auch nichts machen, um auf der Strecke zu bleiben. Alter. Nicht schon wieder. Okay, den nehme ich auf meine Kappe. Aber ich spule das trotzdem kurz zurück. Also, tut mir leid. So. Ja, einfach ruhig fahren. So. Aber ich glaube, es könnte ein spannendes Rennen werden, deswegen fahre ich das Ganze hier mal weiter. Perez fällt leicht zurück. Gut, er wird unter den Reifen halt, wie gesagt, genauso leiden. Gleiches Fahrzeug und so. Und ich weiß jetzt nicht, also DRS wird er haben. Gut, unser aktueller Reifensatz sieht schon stark mitgenommen aus. Angriff reicht das nicht. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er komplett nutzlos ist. Halt die Augen offen. Ja, soll ich nicht jetzt in die Box? War da nicht was? Dein Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen. Ja, dachte ich mir. Boxenstopp in dieser Runde. Ja,
Okay, also ich fahre gerade auf jeden Fall so leicht schneller als Perez. Aber wie gesagt, nur leicht. Ist natürlich dann auch noch ein Vorteil, weil er eine Runde länger draußen bleiben muss. Oder er geht mit mir rein, das wäre... Ich bin ganz ehrlich, für mich jetzt kein allzu großes Problem. Weil dann muss er halt auf jeden Fall ein paar Sekunden erstmal warten. Vergiss nicht, diese Runde an die Box zu kommen. Ja, keine Sorge, das vergesse ich schon nicht. Das war jetzt schön gefahren. Also jetzt nicht die Kurve, wo ich gerade durch bin. Aber die S's. Ja, ein bisschen zu früh runtergeschalten. So. Okay. Da ist Leclerc, der interessiert mich nicht. Relativ schneller Stopp, 2,6. Nicht der beste, aber auch nicht der schlechteste. Und jetzt hänge ich gerade nicht in dem Pack drin wie letztes Mal. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Ja, ja. Gefährliches Fahren machen wir nicht. Jetzt brauche ich ein paar schnelle Runden, bis die anderen an die Box fahren. Damit die nicht hier vor mir rauskommen. Auf Perez war es in etwa der halbe Sekunde, die ich gut hatte. Wenn ich auf dem Map richtig sehe, dann müsste er halt jetzt vor allem, zum einen fällt das DRS für ihn weg und zum anderen müsste er dann dadurch auch mit Verstappen kämpfen. Oder Gasly oder wer auch immer da halt ist. Perez fährt weiter. Oh nee, der macht nicht schon wieder eine Einstopp, oder? Wenn ja, dann weiß ich, dass ich ihn schlagen kann. Ich muss aber halt dementsprechend schnell sein. Und da ist Verstappen. Das hat schon mal geklappt. Der Wagen hinter dir ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Der fährt mit weichen. Na gut, wenn er die gleiche Strategie macht wie letztes Mal. Dann hat er jetzt trotzdem ein Problem, weil er nicht so krass mit DRS rankommen wird wie Perez beispielsweise. Dein Vordermann liegt aktuell 6 Sekunden vor dir. Wir sollten aufschließen, falls möglich. Dahinter ist ein Haas. Okay. Das ist schon mal gut, dass ein Haas da hinten ist. Weil gegen die fahre ich ja eigentlich. Ich weiß nicht, warum ich hier so hart mit Red Bull kämpfe. Das sollte eigentlich nicht so sein. Okay, noch ein Red Bull an der Box. Verstappen könnte eine Angriffsposition sein. Wobei, nee, das wird nichts. Gasly jetzt auch noch hinter uns. Perez fährt immer noch weiter. Das heißt, er wird wieder eine Einstopp machen. Kacke, ey.
Das heißt, hart pushen. Weil die Zeit muss ich auf jeden Fall rausholen. Gerade kann ich mich aber ganz gut vor Verstappen halten, das ist nicht schlecht. Weil er dadurch seine Reifen wieder kaputt macht. Und hier beim Rausbeschleunigen, also auf der Geraden wird er glaube ich nur rankommen, wenn ich in der Kurve vorher einen Fehler mache. Das wär ja nicht schlecht. Jetzt kann er angreifen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 17,6 Sekunden. Macht's über die Außenbahn. Komm, gib Gas. Dann... Nee. So nicht. Das Problem an der Geschichte ist halt, es ist ein Kampf, den ich definitiv führen kann. Da würde ich nicht viel gewinnen an Zeit, wenn ich den einfach vorbeilassen würde. Wer weiß, vielleicht verbremst er sich ja mal, dass er aus DRS rauskommt. Weil dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass er nicht mehr in die DRS-Zone reinkommt. Und das wäre ein Vorteil. Ich weiß halt nicht, inwiefern die KI hier Fahrfehler macht in der Formel 1. Perez jetzt an der Box. Okay, dann macht er auch eine 2-Stopp. Das ist gut. Das ist gut. Außer der fährt jetzt mit Harten raus. Tut er auch. Boah. Jetzt ist Verstappen in. Mein Gott, jetzt schieb doch deinen Karren da weg. Dass der halt so schnell in die Kurve reinfährt, aber da doch so langsam wird da drin, das stört. Gelbe Flagge. Okay, alles klar. Oh, Perez. Ja. Das ist sehr, sehr schade fürs Team. Ein schwerer Schlag für Racing Point. Ich meine, okay, das ist tatsächlich so. Auf der einen Seite gut, weil dadurch bin ich in der Rivalität wieder ein bisschen weiter vorne dabei. Ach komm, Gasly, war das jetzt nötig? Ich krieg die Warnung. Mhm. Sergios Rennen ist vorbei, er musste den Wagen abstellen. Hey. Ich muss doch auch... Wow, jetzt schiebt er mich so in Ricciardo rein. Okay. Ja, den Flügel werde ich reparieren. Aber halt erst beim nächsten Boxenstopp, weil der Schaden ist nicht so krass, dass sich ein Extra-Stopp lohnt. Zumal ich ja zumindest mit Gasly kämpfen kann. Wie gesagt, auf der einen Seite ist es halt gut, weil ich dadurch eine Rivalität Punkte mache und halt auch in der Drivers-Wertung, da ist er ja auch vor mir. Auf der anderen Seite ist Racing Point halt gerade Dritter in der Konstrukteursmeisterschaft und P4 wäre halt schon geil.
beziehungsweise sogar P3, wenn wir uns irgendwie gegen Red Bull behaupten würden. Aber ganz ehrlich, ich glaube, so egoistisch bin ich dann doch, dass ich sage, das ist jetzt eher ein Vorteil für mich. Beziehungsweise für mich ist es ja in jedem Fall ein Vorteil. Da brauchen wir jetzt ja nichts vormachen. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Wie so viel Schaden? Da dürft ihr euch erstmal bei Gasly bedanken. Da habe ich nämlich nichts mit zu tun. Ich sag nicht, dass ich keine Kamikaze-Manöver hier gemacht habe. Aber den Schuh für die Kollision ziehe ich mir nicht an. So, an Kwiat müsste ich jetzt eigentlich vorbeikommen mit DRS ohne Probleme. Ja. Hey. Vielleicht auch immer noch auf seinen Startreifen. Gut, Verstappen ist halt weg. Da kann ich auch gar nichts mehr gegen machen. Der fährt auf seinen Softreifen, den Red Bull. Das Ding ist durch. Aber Gasly hat jetzt ein paar Positionen verloren. Auch interessant. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,9 Sekunden. Der Flügelschaden ist halt gar nicht mal so krass. Aber ich glaube, ihn für den letzten Stint zu reparieren, ist dennoch die klügere Entscheidung. Auch wenn ich halt dadurch Zeit verliere, das auf jeden Fall. Ja, aber ich weiß nicht. Kommt drauf an, wie sich das Ganze entwickelt. Bis zu meinem Boxenstopp. Butler fährt auch auf Soft. Okay, dadurch kommt er so gut ran. Komm Russell, mach Verstappen das Leben zur Hölle. Hab einfach jetzt DRS und fahr an dem vorbei. Oder nicht. Schade. Ich glaube, die Reifen von Butler geben aber trotzdem jetzt langsam den Geist auf. Weil ich im ersten Sektor doch von ihm weggefahren bin. Oh, und dann passiert sowas. Wer sich wundert, warum Williams da gerade auf 11 fährt und nicht auf 21, das liegt einfach daran, dass der noch keinen Stopp hatte. Ja, auch wieder ein bisschen hart blockiert gehabt. Jetzt fährt er in die Box, auch nicht schlecht, dadurch verliere ich an ihn schon mal keine Zeit. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,5 Sekunden. Abstand zu Verstappen 5,5, dafür ist er aber noch sehr nah. Da glaube ich gerade irgendwie nicht so dran. Na komm, ich lasse den Flügelschaden nicht reparieren. Weil ich bin ganz ehrlich, es lässt sich jetzt nicht so kacke fahren. Als dass ich die Sekunden
ich weiß nicht, 4 oder 5. Dass ich die jetzt großartig verliere. Das Problem ist halt echt, dass ich jetzt irgendwie auf die Kurve da nicht mehr so hundertprozentig geil anbremsen kann, aber das kriege ich auch hin. Das sollte jetzt nicht das größte Problem auf der Welt sein. Hoffe ich zumindest. Okay, Albon fährt auch in die Box. Das ist schön. Hat Verstappen ein bisschen Zeit gekostet, aber mich nicht. Ich bin in etwa gleich schnell wie Butler. Das ist gut. Weil er wird auch auf Mediums wieder weiterfahren. Muss er. Oder halt auf Harten. Aber der muss jetzt eh gleich in die Box, würde ich sagen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,8 Sekunden. Sand hat ein bisschen aufgeholt auf Verstappen hier. Ich denke mal, in der Kurve werde ich hier am meisten verlieren. Aber da gehe ich jetzt doch lieber auf Nummer sicher. Vorne kämpfen Ferrari und Mercedes relativ hart. Vermutlich Leclerc und Bottas. Ich würde mich bei Hamilton und Vettel zumindest wundern, weil die ja in der ersten Reihe gestartet sind und da eigentlich mir kein Vorfall bekannt ist. Okay, hier hat Verstappen jetzt halt wieder relativ stark gewonnen. Ja, ich glaube, an den komme ich nicht mehr ran, an den Burschen. Aber wer weiß, vielleicht geschehen ja noch Dinge. Er fährt rein. Verstappen kommt zum Boxenstopp. Genauso auch Butler. Heißt, ich kann mal ein paar Podiumrunden schnuppern. Das ist doch auch nicht schlecht. Wird halt dann nur spannend, wie ich rauskomme, dann nach dem Stop wieder. In den Top 10, ja. Danke. Die Info war mir jetzt vermutlich nicht ganz so wichtig, wie du dachtest. Ich meine, vielleicht hängt Verstappen und Butler jetzt auch so im Pack, dass die einfach wenig Zeit gut machen mit ihren neuen Reifen. Was vermutlich jetzt einfach mal Mediums sein werden. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,7 Sekunden. Ja, die beiden da vorne werden jetzt dann auch in die Box fahren. Ja, das ist tatsächlich Bottas vor mir. Ja. Leute! Ich sehe da was, was ihr nicht seht. Und das ist eine Führungsrunde. Gib uns eine gute Inlap. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Das ist ja der Wahnsinn. P1 für Force India. Ich sage es euch. Racing Point, Entschuldigung. Ja, ich höre da sowas hinter mir, ne? Sowas, was mir nicht so ganz gefällt. Hi. Wie geht's?
Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du erstmal kurz hinter mir bleiben würdest. Wie sieht's aus? Kommst gleich eh vorbei. Denk dran, diese Runde an die Box zu kommen. Ja, der will. Aber hier kann er nicht. Ja, Leute. Also. Was will ich mehr, als kurz mal auf P1 geschnüffelt zu haben? Gut, ich wüsste so ein paar Sachen. Bonjour. Bonjour fährt auf hart. Scheiße, der fährt durch. Los, fahr jetzt. Verstappen ist auf Medium. Okay, heißt, an denen muss ich allen vorbei. Nein. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Nein, 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 nein. Das nicht. Nicht ihr, weil dann verliere ich viel zu viel. Okay, heißt jede Position, die ich jetzt gut mache, ist dann wichtig. Ich denke mal an Raikön und Weber werde ich vermutlich rankommen. Die fahren halt auf harten, ne? Und es sind noch knapp 12 Runden. Nur bei Grosjean und der Red Bull da vorne, ich vermute Hülkenberg, wird das relativ knapp. Wichtig ist erstmal, okay, vor dem Park da hinten komme ich gerade weg. Das ist gut, weil in dem Park da hinten hängt Butler drin. Das heißt, Butler ist jetzt schon mal mindestens 2,2 Sekunden weg und hat ältere Reifen als ich. Ist schon mal sehr wichtig, so. Okay, an den Renault sollte ich eigentlich, sofern nichts schief geht, auch rankommen. Aber Grosjean ist halt, boah. Da. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 2,8 Sekunden. Ja, danke. Da glaube ich nicht dran, dass ich an Grosjean komme. Zumindest nicht durch Eigenverschulden. Weil ab jetzt wird keiner mehr in die Box fahren. So, 2,6 auf die da vorne. Das wäre dann P8. Heißt, da wäre ich wieder da, wo ich gestartet bin. Ein paar Infos zu Norris. Es scheint, Sie haben ein Problem. Wo ist Norris? Ja, der ist hinter mir. Das bringt mir nichts. Erstmal, ja, eine bessere Zeit fahren. Also, das war gut auf jeden Fall, dass ich den Flügel nicht gewechselt habe, sonst wäre ich da hinten in dem Pack. Und wie wir sehen, langsam bin ich ja trotzdem gerade nicht. Aber die Frage ist halt auch, wo komme ich an denen vorbei? Auf der Stadt Ziel wäre halt natürlich das Beste, wenn das funktionieren würde.
Weiß ich aber nicht, ob ich da die Runde rankomme. Ich vermute einfach mal nein. Ich krieg zumindest DRS auf Kimi. Okay. Boah, aber die sind schon arschweit weg. Das könnte ich auch versuchen, auf die andere Geraden zu verlegen. Wobei, Weber kriege ich. Komm, dann hole ich mir Kimi jetzt. Na, ja, der hat halt schon Power, der Alpha. Aber das hat jetzt im Endeffekt wirklich quasi keine Zeit gekostet. Das ist super. Ja, es ist Hülkenberg da vorne auf Harten. Wie weit ist denn der vor mir, der Kollege? Weil wir haben jetzt auch gar nicht mehr allzu viel Zeit. Noch 7,5 Runden. Und meine Reifen werden halt auch nicht frischer. Ja, eigentlich müsste es funktionieren. Weil ihm halt auch einfach die Topspeed fehlt. Vor Renault zu landen, das ist auch schon nicht schlecht. Gasly ist sehr weit hinten. Und Hülkenberg kämpft halt mit Verstappen. Was mir auch ein Stückchen zugute kommt. Das Problem ist, dadurch haben die halt beide immer DRS und pushen sich so ein Stück gegenseitig nach vorn. Also weiß ich nicht, ob ich an den Hülki hier rankomme. Erst recht nicht so. Na, dafür hätte ich eigentlich schon eine Verwarnung mindestens verdient. Ja, ich verliere sogar auf ihn. Mist, ey. Und auf der Geraden, wo ich zwar rankommen würde, rein hypothetisch, hat er DRS. Aber jetzt hat er langsam kein DRS mehr auf Verstappen. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,8 Sekunden. Aber ob das halt trotzdem was wird, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich müsste halt knapp eine Sekunde pro Runde rankommen. Wird schwer, weil gerade er doch sehr viel Kurvenspeed hat. Meine Reifen, wie gesagt, halt jetzt doch auch langsam Abgang machen. Die Frage ist, ein Stopp prinzipiell schneller oder nicht? Ich weiß es nicht. Meine spontane Vermutung ist tatsächlich nein, aber die haben halt echt viel dadurch gewonnen. Da weiß ich nicht, ob ich meiner spontanen Vermutung trauen sollte.
4,2 und jetzt sind wir erst im schnellen Sektor. Wenn ich die Kurve mal kriegen würde, wäre das hilfreich. Okay, du holst den Wagen vor dir ein, aber denk daran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Ja, das weiß ich. Also Grosjean, das habe ich schon abgeschrieben. Das wird auf keinen Fall was. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt die letzten 5 Runden vernünftig fahre, könnte ich echt noch immer in einen Hülkenberg kommen. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, da vorne ist er. Huiuiui, das wird... Das wird. Drei, zwei. Wobei es, ja, es wird sehr knapp. Es wird sehr knapp, sagen wir mal so. Weil ich sag mal, ein bisschen auf Fett kann ich schon stellen. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Im ersten Sektor mache ich halt super viel auf den Gut. Das irritiert mich so leicht. Was halt gar nicht passieren darf, ist, dass Grosjean so weit zurückfällt, dass Hülkenberg DRS kriegt. Dann habe ich ein Riesenproblem. Scheiße, boah, war das schlecht gefahren. Ja, ich habe Zeit verloren auf ihn. Fuck! Oh, kann ich die Kurve nicht richtig fahren? Nee, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Scheiße, ey. Halbe Sekunde im letzten Sektor weggeschmissen. Aber noch 4 Runden. Ricciardo ist raus. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ich weiß es nicht, wo er war, aber dadurch macht Renault zumindest nicht mehr so viele Punkte. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,5 Sekunden. Etwa 3 Runden. Kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ich muss nur DRS kommen, aber das wird halt gerade nichts. Weil meine Reifensituation sich auch nicht gerade verbessert. Und ich komme halt echt nicht wirklich ran. Also zumindest nicht so viel wie gebraucht. Gib auf deine Reifen acht. Unsere Daten zeigen Abnutzungserscheinungen. Du hast sie wahrscheinlich schon bemerkt. Sag an, Chef.
verbremst. Nein, oh, jetzt gerade, wo ich wieder ein bisschen Zeit gut gemacht habe, schmeiß ich's weg. Ach Gott, ey. Deine Reifen müssen doch auch langsam sterben. Wieder 2/10, aber 2/10 sind halt nicht mal ansatzweise genug. Wir schließen zum Vordermann auf. Pass aber auf die Reifen auf. Wir machen keinen Boxenstopp mehr. Ja, ist mir bewusst. Ich sehe ihn doch näher kommen. Okay, ein Verbremser, der hat aber nicht allzu viel gekostet. Noch anderthalb Runden. Oh, das wird doch nichts. Das wird frustrierend, aber mehr nicht. Kein DRS. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Aber jetzt krieg ich DRS. Komm schon. Leck mich am Arsch. Ich bin vorbei. Gas! Ja, DRS. Gas, gas, gas. Come on, step on the gas. Ja! Ja! Alter! Boah! Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Was ein Rennen! Was ein Rennen! Holy shit! Das war krass! Im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben.
Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze hat. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Also, ja, ne? Gutes Rennen. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Der Führende der Meisterschaft bleibt weiter an der Spitze, aber seine Konkurrenten haben heute an Boden gewonnen. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Ich muss sagen, Romain Grosjean hat heute mit Sicherheit meine Aufmerksamkeit erregt. Das stimmt, Hat er auf beeindruckende Weise zugelegt. Von 13 auf 6. Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Ferrari baut den Abstand an der Spitze der Tabelle weiter aus. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ja, okay. Also, 6 Punkte geholt. Nicht schlecht auf jeden Fall, das war ein hartes Rennen. Mit einer 2-Stopp kannst du auf jeden Fall rankommen an die 1-Stopp. Ich weiß nicht, ich muss irgendwann die 1-Stopp mal probieren. An Grosjean haben wir es leider nicht geschafft. Da wäre doch ein bisschen mehr Zeit vonnöten gewesen. Rundenzeittechnisch waren wir auf jeden Fall schneller. Ja, dass wir Hülkenberg noch gekriegt haben, das hätte ich nicht gedacht. Wirklich nicht. Und ja, wir müssen natürlich auch nach unten gucken, weil, naja, Perez und Ricciardo sind raus. Dadurch gehen wir aber nochmal ganz, ganz kurz zurück auf die Teamwertung, weil da sind wir jetzt 19 Punkte vor Haas. Und 22 Punkte vor Renault. Ist ein akzeptables Polster. Ich hoffe mal, dass Perez nicht so mal ins Ziel fährt, aber das dürfte jetzt einiges in der Rivalität bringen. Erstmal haben wir ein Interview und da habe ich was umgestellt. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Oder auch nicht. Was ist Ihr Geheimnis? Ich habe ein großartiges Team und einen tollen Wagen. Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Nein. Kein Kommentar. Tja, trotzdem danke. Die zwei Kollision? Also, ich wüsste jetzt nicht, warum das ein unsauberes Rennen war. Ja, Podium habe ich nicht. Aber, ja, das sind 4 Punkte in der Rivalität gegen Perez. Brauche ich auf jeden Fall. Ja. Da kommen die Punkte. Teamziel habe ich ja erreicht, habe ich ja gesagt. Ruf sehr stark gestiegen. Ein tolles Ergebnis. Du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Du kannst aus dem Auto noch mehr rausholen. Ja, F und E dürfen wir nicht vernachlässigen. Da hat er recht, der gute Mann. Nämlich werden wir dabei jetzt auf, ich weiß nicht, soll ich die Energiespeicherzellen entwickeln? Ich weiß, es wäre eigentlich sinnvoller, hier die Oberflügel oben, die Heckflügeloberklappe zu machen. Aber damit wir nochmal mehr Aero haben und deswegen, ich halte das für das Sinnvollste. Ja, dann würde ich sagen, nächstes Mal geht es dann weiter in China. Ist eine interessante Strecke, kann es vor allem auch regnen. Ich weiß es nicht. Aber ja, da würde ich sagen, machen wir dieses Mal weiter bei Formel 1 2019. Also, wenn der Ladescreen dann mal bitte sich dazu entschließen will, vorbei zu sein. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Servus.